Umatra, jetzt machen wir den Clan War League. Wie lange brauchen 11 Drachen zum Ausbilden? Mein Angriff sagt, ich hab noch keinen guten Angriff. Mein stärkster Angriff ist Barge. Ich barge jetzt. Und ich bin mein Barge ist so hoch, wie er sein könnte. Fuck! Wen muss ich denn überhaupt angreifen? Wo bin ich denn? Oh, ich bin so weit unten, Gott sei Dank. Was? Den Typen? Ja, komm! Weißt du was, den barge ich. Ich weiß nicht, ob der bargeable ist ohne Queen. Was? Der gibt mir so viel Siegbonus? Darf ich irgendwen anders für Siegbonus an... Oh, wer ist er denn? Aber gut ist der auch nicht. Lass mal ganz kurz gleichzeitig ja. den Pay-to-Rush angucken, wie er angegriffen wurde. Weil da hat jemand nur einen Stern. Okay, lass machen. Wir drücken gleichzeitig Wiederholung in 3, 2, 1, Wiederholung. Ja. So, wie kann man das verkacken? Oh, er hat sogar Go-Vibe probiert, oder? Hier mit Golem und Hexe und... Hexe, alles, Digga. Junge, der hat das gechoked. Der hat ein ganzes fucking Inventar. Oh, hä? What? In den Inferno-Turm. Oh Gott. Das waren seine... Was war das? Das waren seine Magier, die er da reingepackt hat. Nein, glaube ich den. Nein, das ist... Doch, doch. Ja, aber die sind... Alter, dein Town Hall ist aber auch insane stark, oder? Ja, es ist schon... Digga, was macht der mit dem Packer? Siehst du das? Ja, ja, sau schlecht. Das sind fucking Packers auf 3. Bam. Death Damage. Die beiden sind richtig im Arsch. Das Witzige ist, der Gegner wusste nicht, was das Rathaus kann. Der hatte keine Ahnung. Okay, der ist jetzt schon mal massiv im Arsch mit dem ersten Move. Da, guck mal, der probiert gerade deine Defense rechts unten auszuschalten. Rechts, ganz rechts auszuschalten. Hat er geschafft? Oh, ja, oh Gott, da ist er. Die hat er jetzt kaputt gemacht. Guck mal, die 4 X-Bögen, wie die sind. Ja, ja, oh mein Gott. Oh Gott. Es ist alles auf 1, aber der King hat mega Probleme. Der ist sogar Level 6. Also nur Level 6. Jetzt kommt da ein Double Freeze auf die Bogenschütze. Oh, Triple Freeze, das war ein Triple Freeze. Das ist zu viel. Ja. Auf Level 1. Guck dir mal die Bogenschützentürme an. Oh Gott, Triple Inferno auf dem Golem ist der... Was macht der denn da? Sprungzauber? Digga, da ist keine Mauer. Da ist keine Mauer. Der hat das Spiel, glaube ich, noch nie gespielt. Digga, der wollte über die Bombentürme springen. Guck mal, deine Skelette metzelt jetzt noch kurz den Magier weg. Oh, einfach abgestochen. Seine Gedärme rausgerissen. Ich verstehe es nicht. Der hat einen Pro im Namen. Digga, die Packers verkacken gegen die Skelette. Guck mal die Bogenschützentürme an. Die sind Level 1. Aber die Packer können sie nicht handeln. Ah, der Inferno-Turm. Was hat der für eine Reichweite? Das doch. War's. Also, wow. Ich bin sprachlos. Wie kann man es so verhauen? Also, das war ja wirklich so in, ich würde sagen, in 5 bis 6 verschiedenen Ebenen verkackt. Und zwar maßlos. Max, schau den Angriff auf unsere 3. Lass den Angriff auf die 3 gucken, okay? Okay, warte. Auf unsere 3. Auf unsere 3, ja. Gucken in 3, 2, 1, Wiederholung. Strengen die sich überhaupt an? Ja, der hat mit Kobolden angegriffen. Kobolden an, oder was? Oh, was? Der denkt, er ist im normalen Farben drin. Einfach ein bisschen Loot in der Clan War League. Hä, mit dem Sprungzauber hätte er es schaffen müssen, ja. Oh, da kommt direkt ein Giftzauber auf den Magierturm. Das hat keinen Effekt. Wieso nimmst du überhaupt einen Sprungzauber? Die Kobolde. Wieso nimmst du überhaupt einen Sprungzauber mit, wenn der Gegner keine... Du hattest ja keine Mauern. Ich hatte gar keine Mauern. Du hattest gar keine Mauern, der hat den Sprungzauber dabei. Digga, der Rage. Die Trollen, ne? Das machen die mit Absicht. Hast du die bezahlt, damit du jetzt gratis Content hast, oder? Hast du die für gratis Content bezahlt? Ich fasse es nicht. Der Rage einfach. Der hat einfach so ein Giftzauber und jetzt kommt erst der Lightning. Oh. Das ist der dritte Zauber auf den Magierturm. Der hat übel den Hass... Oh! Wo sind denn die überhaupt hingeflogen, die Heiler? Digga, das sind Gegner, die haben alle noch nie Clash of Clans gespielt. Digga, da ist mit 8 Heilern in die Base reingeflogen. Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab das noch nie gesehen, dass jemand aktiv mit Heilern... Die haben ja nicht mal was gemacht. Wenn du einen Angriff machst, nur mit Heilern, kriegen die irgendwas hin? Nee. Das reicht mir, ich bin entsetzt. Ich spiel jetzt mal an. Alle sagen, der ist so schlecht, das hat er mit abgesagt. Aber Leute, das Game ist halt Free-to-Play und jeder kann zocken. Sag mal, wer hat den angegriffen? Der 8. So, ich barge jetzt meinen Gegner, okay? Okay, du bargst jetzt? Ich barge jetzt. Wen? Ready? Die 13. Ready. Mein Gegenüber. Ich barge jetzt und ich hab nur den King ready. Du bist nur noch 13. im Clan? Ja, sau frustrierend, oder? Das tut übel weh. Na dann barge mal rein da. Ich hab Barbaren und Bogenschützen beide auf 6. Ich nicht, ich hab die beide auf 5. Ich kann auch gar nicht so schnell sitzen. So, jetzt muss ich jetzt... Dann wir die Luftabwehr ab und dann kommt unser Drache rein und dann... Dann musst du schon 3 starren, ne? Ja, hoffentlich. Ich weiß auch nicht, wer mit... Rage spielt als Zauber. Ich spiel mit Rage, immer. Immer. Ah. Ja, das reicht doch, oder? Um den zu 3 starren. Oder nicht? So viele Truppen hast du auf einen geholt. Also, das muss ja reichen.
Ja, oha, wie viele leben? Wie viele leben denn da noch? Ich hab 80.000 meiner Einheiten haben noch gelebt. Ja, das war ja ein einfacher Bart. Aber auch strong gesetzt. Rage ist an der Stelle gut, als erstes die Luftabwehr ausgeschaltet. Mega gut gespielt einfach. Okay, ja. Meiner wird ein bisschen schwerer. Zeig mal, wer ist deiner gegenüber? Wo bist du? 6. Okay, Spähen. Ach, du greifst direkt an? Ich greif direkt an, da kenn ich gar nichts. Ja gut, aber guck mal, der hat nicht mal seine... Der hat... Wo ist seine vierte Luftabwehr? Ich sehe seine vierte Luftabwehr nicht, oder? Wo ist sie denn? Der hat 3, ja. Aber der müsste 4 haben eigentlich. Der hat die einfach noch nicht gebaut. Richtig. Auch gut. Luftträger rein, okay. Digga, 4er... Drachen sind aber auch echt zu viel für den Schienen. Junge, du hast deinen Rage auf 5? Ja, ja. Ich bin maxed, also mit meinem Drachenangriff. Gut, Alter. Das ist auch so stumpf, Alter. Einfach nur Rage und Drachen hochgepusht. Das ist unfassbar geil. Also die rennen da ja auch einfach drüber, what the fuck. Was wollen sie machen? Guck mal, die Luftabwehr geht nicht down. Der King ist weg. Die müssen das jetzt schaffen. Ja, die schaffen das. Die Luftabwehr macht ja kein Damage. Oder? Oh ja, ein bisschen Damage macht die schon, scheiße. Oh fuck, Alter. Und deine Drachen, die laufen, da die fliegen nicht. Die Drachen ganz schön, die Luftabwehr steht. Oh, Max! Das muss doch ein 3-Star sein. Man Nein. Hat nur einen einzigen Angriff im CW. Den 5 Drachen hast du noch. 5 Drachen hast du noch. Immer mit der Ruhe. Ja, guck mal. Hier? Ja, es ist. Immer noch. Kurzer Schockmoment, oder? Ja, kurzer Schockmoment. Ich hab gedacht, wenn deine... 2 Sterne, 2-Star. Ja, es leben noch 4 Drachen jetzt gegen Ende. Aber die sind nochmal gut um die Luftabwehr rumgeflogen, muss man sagen. Also die haben da nochmal echt einen Bogen drum gemacht. Lucky, haha, ja. Uiuiuiui. Was zieh ich denn jetzt hoch? Ich bin Meisterhütte 8, Max. Mach dir mal ein Bild eigentlich. Was hältst du davon, dass ich Meisterhütte 8 bin? Das finde ich ziemlich strong. Luftabwehr und Luftabwehr. Was macht Megatesla, Max? Wie funktioniert der? Der greift ganz selten an. Ja. Aber wenn er angreift, hat er richtig dicken Damage. Also wie ein Tesla, nur dass er 10-mal langsamer angreift, aber dann gefühlt 20-fachen Damage hat. Also da siehst du jeden einzelnen Hit extrem. Boah. Auf einem Riesen oder auf einer Kampfmaschine. Das ist wirklich ungeiler Damage. Weil ich habe jetzt meinen ersten Riesentesla. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt gleich angegriffen werde von mir gegenüber, dass der eine Riesentesla reinläuft. Ich will sehen, wie der Damage macht. Du bist echt ziemlich weit mit der Meisterhütte, ne? Oh, der Riesentesla ist schon kaputt. Aber der steht bis jetzt auch noch. Ich habe noch kein Design für Meisterhütte 8. Ja, verliert der trotzdem. Es ist sau schwierig für die Gegner gegen ihn zu gewinnen, weil ich einfach 2 Hütten über ihn bin. Progress wird in einem Monat so weit. Deswegen, du hast ja gerade dein Gegenüber gesehen als 13er. Ja. Das kannst du nicht mehr vergleichen. Also wir progressen schneller, als wir in die Liga aufsteigen können. Wir kommen echt gut schnell voran. Denkst du? Denkst du, das capt da nicht irgendwann? Denkst du nicht, irgendwann werden wir komplett aufs Maul kriegen, weil wir gegen nur noch gegen... Ja, irgendwann, aber wenn das so weitergeht gerade, das ist crazy. Log mich um auf dem Bad Rush Account. Da muss ich ja heute keinen Machttrank einsetzen. Ne? Ich habe ja extra alle meine Truppen nur auf 1. Oh, das will ich auch noch sehen, Angriff. Hast du keinen Machttrank mehr, oder was? Nee, das lohnt doch nicht. Wir gewinnen doch so oder so. Ja, aber ich würde gerne sehen. Komm, nur für den Content einfach. Jetzt hier mal zeigen, was du mit der Fate Rusher gerade machst. Oh Gott, den schaffe ich ja nicht ohne Machttränke, oder? Ihr dürft nicht vergessen, ich habe krasse Helden. Ich will sehen, ich will zuschauen, ich will sehen. Mach einfach ohne Machttrank. Ohne Machttrank ist eine Challenge. Spiel jetzt mal gut. Zeig jetzt mal, dass du das Game richtig gut kannst. Unmöglich ohne Machttrank. Als ob die so viel Damage machen, die Sachen, die er hat. Der erste von denen? Digga, der hat Luftabwehr auf 8. Ja, gegen solche Leute muss ich teilweise kämpfen, um auf 2,6 hoch zu pushen. Mit normalen Drachen auf 4. Der normale Drachen auf 4 sind noch viel besser als Elektro-Drachen auf 1. Das glaube ich nicht. Also normale Drachen auf 4 sind besser als E-Dragon auf 1, das glaube ich nicht. Komm, mach ihn weg, bitte. Ich will sehen, wie du ihn wegmachst. Also hörst du mich? Das ist der Pay-to-Rush-Account. Die Helden reichen, die Helden sind echt krass. Ja, komm, probier's einfach mit. Ja. Es ist nicht worth, da einen Machttrank raus. Okay, das sehe ich ein, aber dann probier's jetzt einfach mit den E-Tranks auf 1. Also was haderst du da jetzt lange? Ja, es wird ein Überfail, Mann. Ja, ich will sehen. Mach jetzt. Okay, ich greifst du an? Jawohl. Ich glaube, alleine eine Helden schnetzeln da doch durch, oder? Oder nicht? Live ansehen. Ja, komm, zeig. Jetzt kannst du. Oh mein Gott, du hast einfach den. Das wird so kacke einfach. Ja, mach es, komm schon. Der hat doch auch eine Scheiß-Space. Original hat der doch auch eine Scheiß-Space, oder? Deswegen Elektro-Dragon, ja. Du hast 5 fucking Freezes dabei. Da, der war One-Shot, hast du gesehen? Nicht mal Belagerungsmaschine dabei. Das ist dein Angriff direkt in den Luftfeger. So willst du es machen? Ja, so machen wir es, genau so machen wir es. Ich weiß auch echt nicht, ob der Rage irgendwas bringt, ne? Wo ist deine Royal Tuss? Down und hat die Luftabwehr bekommen. Geil. Das ist geil. Alter, deine Helden sind halt schon sehr strong. Kann man nicht anders sagen. Die Helden sind sehr stark. Alle Luftabwehrs von ihm sind tot. Ja, ja. Ja, das war's, du hast gewonnen. Oder? Hey, was soll denn jetzt noch passieren? Ja. All deine E-Dragons leben noch und. Ich hab auch nicht mit E-Dragons auf 1 angegriffen. Also, die leben ja fast alle noch. Und alles von ihm ist tot. Das hätte ich nicht mit gerechnet, lol. Also, echt. Also, das war ja sau einseitig. Digga, der ganze Chat hat geschrieben, mach mit Machttrank. Wie lost? Das war ja sau eindeutig.
auch. Heilige Scheiße, ich kann nie wieder in Clash of Clans auf euch hören. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 leben noch. 5 von 7 E-Dranks leben noch. 1, 2, 3, 4, 5. Der Mord gibt ihnen halt einen dicken Boost und dann noch 2 normale Drachen. Ja. Der lebt auch noch, der Baby Dragon. Deine Queen lebt auch immer noch. Also, das war ja. Nur dein King ist draufgegangen. Crazy, also ohne Machttrank, dass das geht. Okay, krass, das wollte ich noch sehen. Jetzt werde ich mich aber verabschieden. Ich selber nicht mit gerechnet. So, Leute, das war's mit der Folge. Erster Angriff im CWL mit beiden Accounts. Das sollten wir auf jeden Fall ordentlich. Same, das war's mit der Folge. Ich bin ein super YouTuber. Schneid das genauso rein. Ja! Omata, du bist. Was? 13. und ich bin 6. Aber so, also ich weiß nicht, wann wir so krass auseinandergefallen sind. Ich weiß es nicht. Du warst 5 Tage saufen auf dem Karneval. Boah, und davor war ich halt Skifahren ordentlich, gell? Junge, ich bin fertig für heute. Alles klar. Meinung in die Kommentare, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich liebe euch. Auf Wiedersehen. Also wirklich, das Wort war wieder insane. Kuss, geht raus.